Hallo liebe Leute, wir machen weiter im Military Quarter von Max Ramas. The Four Horsemen are my most powerful Death Knights. I'm looking forward to this. The Four Horsemen, so. The most powerful Death Knights in Max Ramas are the pinnacle of Kaltuzad's Guard. Was können die denn? Für 5 Mana 2 Karten ziehen. Okay, das ist natürlich eine Ability, die eher spät eingesetzt wird. Oder später im Spiel. Ich probiere es nochmal mit den Murlocs. Das ist auf jeden Fall ein schnelles Deck. Naja, ist natürlich auch Do or Die. Es muss funktionieren, sonst ist man so ein bisschen am Arsch. Gucken wir mal. Gul'dan versus the Four Horsemen. Was hat der denn da? Okay. Ja, sind wahrscheinlich nicht umsonst die Four Horsemen. Gucken wir mal. Ja. okay. Invader, turn away while you still can. Come, Zeliak, let us have our fun. Enough prattling, let them come. Bring it on, you sniveling off. Okay. Your hero is immune. Your hero is immune. Your hero is immune. Okay. Er hat natürlich auch nur 7 Hitpoints. Das heißt, wir müssen die jetzt erstmal wegmachen hier. Das heißt, die Ability wird nichts nützen. Ja, machen wir erstmal ihn hier. Okay. Na, was kommt? Oh. Tschüss. Ja. Tja. Das ist ja wenig sinnvoll, also machen wir gleich den. Die kriegen jetzt zumindest 3 Schaden, wenn sie ihn kaputt machen. Boah, was? Na gut. Auf, ihr Murlocs. Ein Paladin Secret. Krass. Wie ist er denn drauf, ey? Zumindest ist er nicht so. Noch ein Secret. Was ist da denn los? Okay. Ziehen wir erstmal eine Karte. Ja, Mensch. Ich habe ja sonst. Was ist nun kaputt? Was? Okay. Wow, was? Müssen wir da total defensiv spielen oder was ist hier los? Ja, ich prügel raus, was geht. Logisch. Kein Secret. Ich zieh noch mal eine Karte. Oh, machen wir uns jetzt selbst kaputt? Ja, wir müssen Damage machen. Was ist das für ein Secret da? Na. Okay. Attack if was? If the other horsemen are dead. Okay. Hui. Na gut. Okay. Put this apple on your head. Oh, sind 2 Damage. Er ist natürlich immun. Kacke. Mann. Das hat gar nichts gebracht. Mann. Ja, super. Da wäre Anduin vielleicht echt eine bessere Wahl. Ja, dann nehmen wir nochmal so. Job's done. Ja, moin. Das
tötet uns. Das tötet uns. Krass. Ja, auf Wiedersehen. Er greift uns an und wir sind hin. Einfach nur durchhalten ist angesagt. Ja, super. Okay. Schade. Gut, gleich nochmal mit Anduin. Na komm. Anduin versus the Four Horsemen. We shall grind your bones to dust. The light shall bring victory. So, das kann weg. So. Invader. Turn away while you still can. Come, Zeliak. Let us have our fun. Eigentlich ist es ja egal, was wir nehmen. Komm. Bring it on, you sniveling off. Welcher gefällt mir denn wenigstens? Sir Zeliak oder Thane Cortez? Der sieht komisch aus, den will ich nicht. Ja. Okay, der wird wahrscheinlich eh gleich kaputt gemacht. Also heilen wir uns. Paladin Secrets. Das könnte natürlich wieder alles Mögliche sein. Den brauchen wir natürlich später. Der andere Shadowward Pain wäre mir natürlich lieber gewesen. Ja, versuchen wir das. Kein Secret ausgelöst. Okay, der ist leider hin. Was kommt jetzt? Ein Mana. Ah. Okay. Na gut. Ah ja. Is someone injured? Der kriegt gleich mal so ein Apparat hier. Oh nein. Gut. Warten wir einfach mal. Na gut. Einfach nur durchhalten. Okay. Karte ziehen ist immer gut. Eine Nova. Das ist natürlich cool. Haha. Die Nova könnte uns vielleicht den Arsch retten. Mal gucken. Ja, wiedersehen. Zwei Damage verschwendet, finde ich gut. Bis in der Sicherheit ist das Ding abgelaufen ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Bringt's was, den zu beschwören? Drei. Ja, doch. Ja. Tut es. Es wird auch kein Secret ausgelöst, okay. Soll ich das machen? Eins, zwei, drei. Ja, ich mach das. Ja. Also ein Anduin ist schon cool. Na, leck mich. Alles für den Arsch. Ja, sehr ruhig. Genau, greifen wir an. Gut. Ja, der. Oh Gott, nein. Nein, ist das dämlich.
Na egal. Was eine coole Idee wäre, ist ein so ein Dings zu übernehmen, damit die Waffe nicht stärker wird. Ja, abwarten. Okay. Wie viele Secrets kann man eigentlich haben? Frage ich mich gerade mal. Erstmal eine Karte ziehen. I hope you like my invention. Sehr gut. Na? Ah, sehr schön. Das war gut, weil das hat ihm nämlich gar nichts gebracht. So, wollen wir das jetzt schon machen? Das Ding ist gleich hier. Tja, gute Frage. Nein, es ist eigentlich noch nicht nötig. Warten wir nochmal ab. Naja, er sorgt sich natürlich mit Karten voll hier. Krass, ey. So, jetzt ist dieser Waffenscheiß da endlich mal am Arsch. Sehr gut. Dann ziehe ich mir jetzt dieses Minion. Mein Hero ist jetzt nämlich immun. Gucken wir mal. So, okay, verstehe. Machen wir es. Okay. Ja, schade. Na gut. Okay. Silence. Your magic shall not see. Jetzt ist er nämlich nicht mehr immun. Sehr schön. Wir haben noch 10 Hitpoints, das ist nicht allzu viel, aber er kann ja auch nicht so viel Schaden machen, oder? Okay. Fahren wir den mal an. So. Obwohl, er kann ja eigentlich nichts mehr. As it should be. Nein! Ah, er hat nicht den Lightspawn. Okay, alles klar. Nehme ich ihn den Scheiß jetzt weg? Ne, komm. Machen wir das so. So und so. Wow. Okay, das war schon ganz schön kompliziert. Ein Hoch auf Anduin. So hard to get good help these days. Da sagst du was. Gutes Personal ist schwer zu bekommen. So, wir bekommen einen Deathlord. 3 Mana, 2, 8 Taunt. Deathrattle your opponent puts a minion from the deck into the battlefield. Das ist eine ganz, ganz krasse Karte, wie ich finde. Weil, ja, der Gegner kriegt ein Minion, wenn das Ding kaputt geht, aber es muss erstmal kaputt gehen. Naja, das werden wir, denke ich mal, noch häufiger sehen demnächst. Okay, und es gibt ja noch... Irgendwas gibt es ja noch zusätzlich jetzt. Oder? Hier, schöne Schatzkästchen da. Das Schmuckkästchen. Baron Rivendare. Your Minions trigger their death rattles twice. Da kann man auch ganz fiese Sachen mitmachen. Ja, ich überlasse das eurer Fantasie. Was man damit alles machen kann. Und ich sage schon mal Tschüss und bis hoffentlich bald demnächst im nächsten Quarter. Ja, ich weiß. Das wird dann das Construct Quarter sein. Bis dahin, macht es schön. Ciao.